Liebe Zuschauer, wir sind hier heute nicht im Studio, sondern in einem Auto unterwegs. Eine ganz besondere Fahrt. Und am Steuer sitzt einer der mächtigsten und wichtigsten Manager in Deutschland, Ola Källenius, Chef von Mercedes-Benz und damit Chef über rund 160.000 Mitarbeiter und ganz, ganz viele Autos, die gebaut werden. Und Herr Källenius, Sie sind am Steuer heute. Vielleicht sagen Sie uns mal, was ist heute das Besondere an diesem Auto und an dieser Fahrt? Ja, wir kommen jetzt hier in den EQS und auf der A81 südlich von Sindelfingen. Wir haben nicht nur den schönsten Sommertag hier ausgewählt, sondern wir haben auch ein ganz besonderes Erlebnis für Sie organisiert. Wir fahren jetzt das sogenannte Level 3. Was heißt denn das beim autonomen Fahren? Das heißt, dass das Auto in bestimmten Situationen hier auf der Autobahn komplett übernimmt. Und der Computer fährt und der Computer ist auch verantwortlich. Das ist der Unterschied zwischen, manchmal spricht man von Level 2 und Level 3. Level 2 sind sehr, sehr gute Assistenzsysteme, die wir entwickelt haben, die dem Fahrer helfen. Aber bei Level 3 fährt das Auto. Und jetzt schalten Sie quasi vom Fahren, dass Sie selbst noch steuern das Auto, in diesen automatischen Modus. Genau. Jetzt sehe ich hier anhand von dieser Leuchte, hier leuchtet weiß, sagt, ich könnte jetzt auf Level 3 wechseln. Ich tue das jetzt gerade, drücke drauf. Und Sie sehen hier, hier geht jetzt so ein türkises grünes Licht an. Und einmal jetzt. Und dann drücke ich OK. Und jetzt bin ich im Level 3. Also jetzt fährt das Auto. Das Auto kann erkennen durch die Sensorik, natürlich durch den Computer, den wir an Bord haben, durch die Software, die wir entwickelt haben. Erkennt, was gerade passiert. Die Fahrzeuge hier um uns herum weiß, dass wir auf der Autobahn sind. Jetzt sind wir gerade, haben wir eine Navigationsroute hier eingegeben. Und in dem Fall hier im Level 3, ich darf zwar nicht schlafen, ja, aber das wäre noch ein Schritt weiter, Level 4. Das Auto fährt völlig unabhängig von dem Fahrer. Ich muss bereit sein, wieder mal zu übernehmen, wenn wir dann die Autobahn verlassen oder was wir machen. Was würden Sie denn jetzt machen, wenn Sie das Ganze jetzt auch privat nutzen würden, wären jetzt im Level 3? Würden Sie dann einen Film gucken, ein Buch lesen? Was macht der Mercedes-Chef? Also jetzt mache ich das Allerwichtigste. Ich schreibe meiner Frau, dass ich sie vermisse. Ich vermisse dich. Sie vermissen Ihre Frau beim Gespräch mit Bild. Sie haben ja uns, ja, aber wir sehen jetzt ja, auch, das ist das auch Auto ein, fährt. Wir fahren 85 gerade. Das ist auch ein Ersatz, aber jetzt völlig egal in dem Augenblick. Ne? In diesem Fall, ich würde das nicht empfehlen, wenn ich nicht in einem Mercedes EQS oder S-Klasse sitzen würde, weil dann ist es ist nicht nur unverantwortlich, es ist auch nicht legal. Aber in diesem Fall habe ich hier, jetzt habe ich eine WhatsApp an meine Frau geschickt und ich habe das völlig legal gemacht. Ich kann mich voll und ganz darauf verlassen, dass das Auto weiß, was es tut. Ich bin ein großer Classic-Fan. Zufälligerweise haben die Kollegen hier, jetzt kommen wir hier wieder in den Tunnel. Dann muss ich übernehmen. Gut, jetzt übernehmen Sie. Ja, dann muss ich übernehmen. Erlaubt vielleicht eine Frage, weil Sie ja gerade die SMS geschickt haben. Ja. Was wäre denn gewesen, zufälligerweise wäre neben uns ein Polizeiauto gewesen, hätte gesehen, wie der Mercedes-Benz-Chef am Steuer im Auto bei Tempo fast 90 eine SMS schickt oder eine WhatsApp? Das wäre dann kurz, bevor man weiß, was tatsächlich passiert, eine gute Story für die Bild-Zeitung. Aber für den Polizisten, der würde erstmal sagen, oh, hier tut jemand etwas verboten. Er würde sagen, guck, Mercedes-Chef fährt unverantwortlich. Wäre ja eine gute Headline in der Bild-Zeitung. Dann erkennt er aber, da fährt ein Mercedes Level 3 autonomes Auto und sagt, alles gut, ich wusste es, Automanager handeln verantwortlich, inklusive die Leute, die bei Mercedes arbeiten. Und was wir ja auch jetzt entwickelt haben, ist eine Außenerkennfarbe, dass du ein türkises Licht hast. Das ist eine Farbe, die Mercedes definiert hat mit den Behörden zusammen. Das wird jetzt so eine Art Standard. Dann weiß nicht nur der Polizist, dann wissen alle anderen Verkehrsteilnehmer, dieses Auto befindet sich jetzt gerade im Autonom-Modus. Jetzt sind wir ja gerade im EQS unterwegs. In der S-Klasse gibt es auch das Level 3.
bei MBUX sind sie den anderen Weg gegangen. Da gab es das erst in der Kompaktklasse und dann wurde es demokratisiert, auch bis hoch zur S-Klasse. Wird es hier andersrum sein? Wird auch das autonome Fahren oder automatisierte Fahren Level 3 in den unteren Klassen dann eben verfügbar sein? Jetzt sind wir wieder drin hier. Ich habe es wieder aktiviert, aus dem Tunnel raus und wir fahren. Sie haben gefragt, was könnte ich sonst machen? Ich habe jetzt meine Frau gerade an WhatsApp geschrieben. Ich bin ein großer Classic-Fan. Und zufälligerweise haben die Kollegen jetzt hier ein Classic-Magazin reingelesen. Ihr könnt hier auch reingucken, okay, ist das neue Classic-Magazin. Was gibt es hier Schönes, Neues an Stories? Kann ich vielleicht einen Artikel lesen? Wenn ich dann das gemacht habe, lege ich das zur Seite. Und also kann man auch toll mit der Bild-Zeitung machen, ne? Ja, also genau, ja, ja, ja. Also bis auf Schlafen haben Sie eine haben Sie eine Bild-Zeitung dabei? Nur digital. Leider muss jetzt auf dem Handy. Mal die Navi-Route eingegeben ist, wir müssen hier raus. Ja, ja, genau. Jetzt, wir fahren jetzt zu schnell. Wir sind ja jetzt schon fertig mit dem Teil der Route. Also übernehme ich jetzt, ich verlasse die Autobahn, fahre und dann machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Aber was man auch machen könnte, ist, vielleicht bin ich auf einer längeren Reise unterwegs und ich bekomme Hunger und ich will aber keine Zeit verlieren, ich möchte weiterfahren. Und ich hole dann beim Bäcker oder bei McDonald's oder was auch immer kurz was zu essen und dann esse ich das, während das Auto fährt. Und kann das auch sicher machen, hier haben wir zufälligerweise einen McDonald's hier. Jetzt habe ich keinen Hunger, aber... Du musst rechts außerdem haben, ja. Ich kann das nicht gut heißen, im Auto zu essen. Ja, ja. Selbstverständlich passe ich auf, dass ich jetzt dieses schöne Auto nicht verschmutze hier. Ja. Aber darf ich noch mal fragen, wird es die Möglichkeit geben, dass die Optionen des Level 3 automatisierten Fahren auch nicht nur in der S-Klasse EQS gibt, sondern auch in anderen Klassen, E-Klasse, C-Klasse, vielleicht sogar CLA? Gute Frage. Erstmal das Grundprinzip bei uns. Wir haben ja einen steten Strom an Innovationen die ganze Zeit. Und wenn man um die 40 Modelle in der Produktpalette hat, hast du ja im Schnitt, 4, 5, 6 Launches jedes Jahr. Das heißt, bei Mercedes kommen Innovationen die ganze Zeit. Und die Logik, die es in ganz alten Zeiten gab. Erstmal kommen alle Innovationen von mir aus in der S-Klasse und danach in der E-Klasse, C-Klasse und in anderen Autos. Ist heute anders. Da können Innovationen in allen Mercedes-Autos kommen. Und dann gehen die hoch und runter in die Segmente relativ schnell. Das heißt, das Umsetzen von neuen Innovationen in Fahrzeugen geht heutzutage viel schneller und für alle Mercedes-Fahrer, als es in der Vergangenheit gab. Dann gibt es vielleicht, ja, bitte. Manche Technologien, wie jetzt Level 3, ist ja das erste Auto überhaupt weltweit, was diese Technologie hat. Klar, das ist eine extrem hochwertige Sensorik, auch sehr hohe Computerleistung, was man braucht, Software. Da sind Kosten damit verbunden. Und am Anfang einer Technologie, bevor man es skaliert hat, bei so einer Sache, ist es logisch, da fängt man in der S-Klasse an. Da kann man dieser Drive Pilot, wenn Sie reingehen in unseren Konfigurator, dann glaube ich, kostet das 5.900 Euro ganz grob. Das ist für die S-Klasse, sage ich mal, ein guter Deal aus meiner Sicht. Jetzt wieder in den Tunnel rein. Das ist aus meiner Sicht ein guter Deal. Aber vielleicht noch nicht eine Einstiegstechnologie. Aber über die Zeitstrecke, ja, wird diese Technologie auch Schritt für Schritt in den anderen Segmenten bei Mercedes zur Verfügung stehen. Viele Menschen stellen sich ja die Frage, ob das Autofahren auch mal wieder günstiger wird, nachdem es wegen viel, viel Technologie und neuer Sicherheitsstandards natürlich immer teurer geworden ist. Sehen Sie das eigentlich, dass auch Einstiegsautos zu einem Preis, vielleicht nicht unbedingt von Mercedes, aber zu haben sind, mit der Technik, dass man auch autonom fahren kann, zu Preisen, die sich auch ganz normale Menschen leisten können? Also reden wir über 25.000, 30.000 Euro. Vielleicht ist das sogar schon zu hoch, vielleicht eher sogar um die 20.000 Euro. Als ich angefangen habe bei Mercedes, das war im Sommer 93, vor 33 Jahren, da wurde gerade die C-Klasse gelauncht. Zum ersten Mal hat man auch die Nomenklatur C-Klasse gehabt. Vorher war das ja der 190er, der Baby-Benz.
Da kann ich mich erinnern, ich kam nach Deutschland, es lief eine Werbekampagne über die C-Klasse und die haben präsentiert, was alles Tolles an neuen Technologien in diesem Auto. Und am Ende stand, nachdem man alles dieses Fantastische gesehen habe, entspannen Sie sich. Dieses Auto fängt ab 40.825 Mark an. Das war vor 30 Jahren. Heute kann die C-Klasse natürlich viel mehr. Und die ist auch ein bisschen teurer geworden. Ist ja auch Inflation drüber gelaufen. So, ein Trend, dass für mehr Technik es noch günstiger wird, wie bei einem Fernseher, das sehe ich eher nicht. Aber wir mit Mercedes, wir bedienen die Segmente, sagen wir mal, von dem Einstieg. Man kann einen kleinen City-SUV mit dem GLA bekommen, bis hin zu einer S-Klasse, was das Nonplusultra ist. Ein Angebot für Automobile. Und wir bleiben in diesen Segmenten drin. Das heißt, auch die nächste Generation, Sie waren ja auf der IAA, ja, kann ich wieder aktivieren, Sie waren ja auf der IAA, die nächste Generation, was ja im 25 mit dem CLA anfängt, dieser Concept CLA, ein Elektroauto mit 750 Kilometer WLTP-Reichweite. Um die 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch. Also für die, die noch nicht die neue Rechnungstabelle im Kopf haben, das ist quasi das... Warme ist eine Übernahme, ganz einfach, weil hier ein Fahrzeug steht mit der Warmblinkanlage und da sind meistens Menschen auf der Fahrbahn. Das war so, was wir vorhin zu Menschen gehabt haben. Das ist, aber das ist dann das 1-Liter-Auto. Das wird die nächste Generation Fahrassistent und automatisiertes Fahren für uns haben. Noch nicht Level 3 in der Klasse, aber das Beste, was es dann im Markt gibt, bei Level 2. Ja. Und dieses Auto nach wie vor als, als Entry-Position, das wird es nach wie vor für Mercedes geben. Unten im Volumensegment bei 20.000 Euro und so weiter, da war Mercedes nie. Das ist nicht unser Marktsegment, aber da bieten dann die Volumenhersteller Produkte an. Herr Kilenius, wer glauben Sie, wird das Rennen machen beim autonomen Fahren? Experten sagen ja, das könnte der Gamechanger sein und der steht möglicherweise kurz bevor. Wird es ein Hersteller aus China, aus den USA sein? Wird es ein Tech-Unternehmen sein? Oder ist es Mercedes, die zuerst tatsächlich massentauglich mit Level 4 möglicherweise an irgendwann mal Level 5 kommen? Es wird Schritt für Schritt gehen. Und es gibt unterschiedliche Businessmodelle, aber für das individuelle Fahren waren wir jetzt die Ersten sozusagen, die eine Flagge auf den Mond gesetzt haben hier mit diesem System für Level 3. Und das wollen wir jetzt weiterentwickeln und wir wollen die Level 2 Systeme immer besser machen. Das heißt, es ist nicht so, dass man irgendwie nur einen Sprint läuft, 100 Meter und dann ist das Rennen gelaufen und dann war es das, sondern es ist eher wie ein Marathon, wo du lange läufst und es hört auch nie auf. Das heißt, der Innovationsstrom wird immer weitergehen. Und ich kann so weit sagen, dass Mercedes-Benz wird da vorne mit dabei sein. Und, aber andere arbeiten selbstverständlich auch an dieser Technologie. Wir haben Erfahrung seit eigentlich über 30 Jahren jetzt mittlerweile. Und wir machen es auch sicherheitsorientiert. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das eine ist, was die Technologie kann und was man auch zulassen sollte zum gegebenen Zeitpunkt. Da arbeiten wir extrem eng mit den Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass das, was die Technologie kann, auch auf die Straße sicher funktioniert. Und dann Schritt für Schritt, während die Technologie sich weiterentwickelt, dann mehr auch erlauben. So, Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Fahren Sie eigentlich selbst oder lassen Sie sich fahren, wenn Sie beispielsweise aus Sindelfingen raus müssen, nach München müssen oder woanders hin? Es kommt darauf an, was für ein Tag es ist. Es gibt Tage, wo ich viele Bewegungen habe. Und sagen wir so, von Montag bis Freitag habe ich auch einen Fahrer. Einfach um Zeit zu sparen, nicht parken zu müssen und so weiter. Manchmal kann der Tag viele Termine haben. Du hast einen Fahrer. Am Wochenende fahre ich natürlich selber, aber es gibt auch Tage, wo ich vielleicht bin ich den ganzen Tag im Büro oder sowas und es ist ein später Abend, da muss der Fahrer nicht da auf mich rumwarten, da fahre ich dann auch mal selber heim. So, das ist mal so, mal so. Also, mir macht es ja einen riesen Spaß zu fahren. Und dann gibt es Genussfahrten. Wir sind unweit von der Schwarzwald-Hochstraße hier.
einfach so einen schönen Tag mit deinem Mercedes Cabrio auf der Schwarzwalder Hochstraße, ja, ja, mit Mercel oder in dem neuen CLE Cabrio, sowas, an dem Tag würde ich nicht Level 3 aktivieren, sondern dann bin ich das Level 3 System. Ja. Sie sprechen das gerade an, wir fahren hier und fahre selber. So, das heißt, da gibt es beides. Sie sprechen das gerade an, wir fahren durch Baden-Württemberg, schöne Landschaft, ein Bundesland, das wirtschaftlich auch prosperiert. Wenn man insgesamt auf Deutschland schaut, dann muss man doch feststellen, die Wirtschaft kommt nicht richtig vom Fleck. Wachstumsraten sind gering, zum Teil gibt es sogar einen Schrumpfungsprozess. Die große Frage, die sich ja stellt, auch an einen Manager wie Sie, wie kommt dieser Standort Deutschland wieder richtig auf die Überholspur? Was müssen wir eigentlich tun? Müssen wir beispielsweise weniger arbeiten? Stichwort 4-Tage-Woche, müssen wir mehr arbeiten? Wenn man schaut, wie die Wirtschaft sich entwickelt hat aus Covid heraus und auch das, was wir so ein bisschen als Konsequenz von Covid erlebt haben und auch aus anderen Gründen, Halbleiterknappheit etc. etc. Da hatten wir eine Phase, Covid, haben wir Restriktionen gehabt aufgrund Covid. Dann kam auch eine inflationäre Phase und die Zentralbanken haben reagiert mit einer sehr schnellen Zinserhöhung, was sicherlich die richtige Maßnahme war. Nach einer Periode, wo wir fast 10, 12 Jahre mit unnatürlich niedrigen Zinsen gelebt haben, also quasi Nullzins zwischen den Zentralbanken. Das spüren wir jetzt in der Wirtschaft. Das spüren wir, wenn Sie ein Haus finanzieren, vorher konnten Sie einen Kredit aufnehmen und bei der Bank, was weiß ich, haben Sie netto 1,25% bezahlt und sowas. Heute sind es vielleicht 5%. Und das ist in der monatlichen Rate schon ein ziemlich großer Unterschied. Der ganze Grund war ja dann, die inflationären Tendenzen zu dämpfen und versuchen hier diese kurze Überhitzung. Das, ja, das spüren wir in der Wirtschaft in Europa, in Deutschland, auch wenn die amerikanische Wirtschaft stärker gewesen ist, die spüren es auch. Und in China haben wir ein anderes Phänomen, dass die Wirtschaft aus Covid heraus nicht den gehofften Sprung nach oben gemacht hat, sondern eher seitwärts gelaufen ist. Und auch an ihren, jetzt haben die eine viel, viel reifere Wirtschaft jetzt nach 30, 40 Jahren Wirtschaftswunder. Und die haben ihre strukturellen Herausforderungen, die rangehen müssen. Dass ein Exportland nach Deutschland, ein Exportland wie Deutschland in einer so einer makrowirtschaftlichen Situation davon betroffen wird, ist keine Überraschung. Das heißt, das sehen wir, das ist Fakt. Gleichzeitig gilt es aber, im internationalen Wettbewerb sicherzustellen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Und die Wettbewerbsfähigkeit erreichen wir durch verschiedene Faktoren und durch verschiedene Disziplinen, wo wir immer schon gut waren. Das Allerwichtigste ist Innovation. Deswegen ist es so gut, dass wir in dem Auto fahren, auch in dem weltweit ersten Auto, Produkt, was man kaufen kann mit Level 3. So, wir müssen weiterentwickeln in Forschung, Entwicklung, Innovation, Kreativität. Number one, das machen wir bei Mercedes. In diesem Jahr alleine bei Pkw investieren wir ca. 14 Milliarden Euro. Aber die Frage war, was bedeutet das, wenn wir nicht nur Mercedes nehmen, sondern generell auf den Standort Deutschland gucken? Und ich komme dazu, weil, aber es ist so wichtig, 14 Milliarden Euro, übrigens ein Großteil davon in Deutschland. Das heißt, wir glauben auch an Deutschland, wir investieren hier. Und das ist mehr oder weniger ein Höchststand überhaupt historisch für Mercedes, weil wir in einer Transformation sind. Aber neben Innovation und Kreativität, was ein Standortvorteil Deutschland schon immer gewesen ist, müssen wir selbstverständlich auch nach der Produktivität gucken. Ja? Wir sind in einem globalen wirtschaftlichen Wettbewerb. Es geht ja nicht nur um die anderen zwei großen Regionen, USA und China, die ja die hauptwirtschaftlichen, sagen wir mal, Competitors sind. Auch die anderen Märkte, ja, reife Länder wie Korea, Japan, Australien und so weiter. Aber Indien kommt, Indonesien kommt, Vietnam kommt und. Das heißt, der Wettbewerb weltweit, der wird größer. In so einer Lage, meiner Meinung nach, müssen wir 360 Grad unsere Wirtschaftspolitik überprüfen und auch priorisieren. Und da wäre ich als Unternehmer, ist vielleicht nicht überraschend,
pro Maßnahme, die die Produktivität steigert und nicht Produktivität senkt. Das bedeutet, keine 4-Tage-Woche, sondern eher vielleicht eine 6-Tage-Woche, wie es ja auch beispielsweise die Griechen jetzt zum Teil schon wieder in einigen Firmen machen. Ob es eine 6-Tage-Woche sein muss, das sei dahingestellt. Aber die Idee, dass man Leistung und Arbeitsbereitschaft incentiviert, das ist ja das, was die gemacht haben, dass die sagen, für die Branchen, Unternehmen, für die Fälle, wo es passend ist, wo es Sinn macht und du arbeitest mehr, hast du vielleicht niedriger Steuer. Und also die incentivieren Produktivität, weil bei jeder geleisteten Stunde hast du natürlich den Stundenlohn, aber du hast auch damit Fixkosten verbunden, ja, für jede Person, die in einem Unternehmen arbeitet. Wenn du dann plötzlich natürlich mehr Stunden bezahlst, das ist ja klar. Es geht ja nicht darum, für weniger Geld zu arbeiten. Aber relativ gesehen, mit solchen Maßnahmen würdest du die Fixkosten pro geleistete Stunde verbessern. Also eine bessere Fixkostendegression. Und das heißt für ein Unternehmen eine Produktivitätsverbesserung. So, das als ein Beispiel über eine Haltung, ich denke über Produktivitätsverbesserungen nach, solche Ideen an sich, das halte ich für sinnvoll. Aber jedes Unternehmen ist ja anders. Das heißt, man muss gucken, welche Modelle funktionieren für mich. Ich plädiere nur allgemein dafür, lass uns den Faktor Produktivität neben Kreativität und Innovation nicht vergessen, weil unsere Wettbewerber haben das ganz bestimmt nicht vergessen. Und da müssen wir uns auch behaupten können. Wir kommen zum Ende unserer Fahrt, deswegen noch eine Abschlussfrage auch. Es scheint mir aus Ihren Worten, spricht ein bisschen Lob auch für das Wirtschaftspaket, was die Bundesregierung jetzt aufgesetzt hat oder auch noch umsetzen möchte. Sie haben in einer Diskussionsveranstaltung vor 5 Jahren oder vielleicht sogar 6 gewesen, einmal Robert Habeck einen Job. Ist da noch durch und dann Robert Habeck einen Job angeboten. Damals war er noch nicht Wirtschaftsminister und haben ein bisschen im Scherz wohl auch gesagt, er könnte Vertriebschef bei Daimler werden. Welchen Job würden Sie denn Robert Habeck jetzt bei Daimler anbieten? Das war sicherlich, sagen wir so, aus dem Kontext heraus ein lustiges Gespräch. Ich bin froh, dass die Politiker Politiker sind und ich bin froh, dass ich in der Wirtschaft bin. Aber jetzt ganz ernst, es gibt Ansätze in dem Wirtschaftswachstumspaket, die absolut richtig sind. Und die Debatte, die geführt wird, ist gerade, springen wir weit genug? Ja? Können wir uns im Wettbewerb durchsetzen? Du musst dich an dich selbst messen, aber du musst dich auch vor allem an den Wettbewerb messen. Also ist es auch nicht ein statisches Thema, sondern es ist ein dynamisches Thema. Und da ist Deutschland ein ganz, ganz starker Wirtschaftsstandort. Ja, wir haben Herausforderungen. Ja, verliert aber immer wieder. Wir haben Makroherausforderungen. Die Dinge, die wir selber verändern können und verbessern können, sollten wir angehen. Gar keine Frage. Und das, was auf der Makroebene passiert, ja, Teil davon kann man beeinflussen, Teil davon kann man nicht beeinflussen. Das ist sehr viel dann mit Zinsen und anderen Themen hängen zusammen. Aber auch da, und das ist ein weiterer Aspekt, als eine Exportnation, ja, und Europa auch als eine Exportwirtschaftsregion, sollten wir auch diejenigen sein in einer Welt, wo man auch mehr Protektionismus sieht, sollten wir diejenigen sein, die nicht Protektionismus verfolgen, sondern versuchen dafür zu kämpfen, dass die Märkte offen und frei bleiben und oder neue Märkte, neue Freihandelsverträge mit neuen aufstrebenden Märkten schließen. Und da sind wir und war ich auch mehrmals in der Öffentlichkeit sehr deutlich. Innovation, Produktivität, aber auch freie Märkte. Das ist das Erfolgsrezept von Deutschland in den letzten vielen Jahrzehnten gewesen. Lass uns an diesem Rezept arbeiten. Und wer, glauben Sie, kann das besser umsetzen? Olaf Scholz mit seiner Regierung oder ein Bundeskanzler Friedrich Merz beispielsweise? Das entscheiden die deutschen Bürgerinnen und Bürger. Herr Kelinus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke. Dankeschön.